Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heutige Themen sind Lufthansa und Emirates. Warum sprechen die eigentlich miteinander? Dann geht es weiter mit dem Themen Potpourri heute. Und zwar die Flugabos, die man auch unter dem Namen Flight Pass kennt. Die gibt es nicht mehr. Weiter geht es dann mit Lufthansa Slots. Viele haben sie schon mittlerweile vergessen. Und wir haben natürlich mit All Life Limitless von Accor einen Deal für euch für Geschenkgutscheine. Weiter geht es mit Lufthansa Light-Tarifen zu Economy, Classic-Tarifenpreisen als Black Friday-Deal. Und das ist das Lufthansa Cyber Special. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. An dieser Stelle wieder ungewohnt, kein Live zu machen. Ich hatte heute ein Live gemacht, es ist abgebrochen. Danke, wenn ihr es versucht habt zu schauen, es war also kein Spaß. Ich habe das jetzt aufgenommen, lade es hoch, dauert etwas länger, weil die Verbindung hier echt ein Problem darstellt, zumal ich in dem Hotel ja vorher schon war, aber ich werde das Zimmer wechseln und dann werdet ihr auch wieder Disney View haben, ganz genau. Und dann sollte es auch mit den Live wieder klappen. Denkt dran, trotzdem den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, unten zu kommentieren. Heute werde ich auf die Kommentare erst nach der Sendung eingehen, respektive wenn ihr unten kommentiert, nicht live in der Sendung. Das machen wir hoffentlich morgen wieder. Und denkt dran, wenn ihr das alles geil findet, dann natürlich auch die Kanalmitgliedschaft zu nehmen und den Kanal zu unterstützen, so wie er es bis jetzt ja auch tut, dadurch, dass ihr es schaut. Danke dafür, wenn ihr das schon getan habt. Ganz wichtig, kommentieren, liken und so weiter. Abonnieren, Glocke, ach, ihr wisst das ja. Das erste Thema, was eigentlich irgendwie schon in Vergessenheit geraten ist und ich selber auch gar nicht mehr auf der Agenda habe, muss ich ehrlicherweise gestehen, das ist Lufthansa Slots. Wir erinnern uns vage, dass im Rahmen der EU Richtung, dass man von der EU das genehmigt, dass die Bundesregierung die Lufthansa unterstützt zu Corona, dass die Lufthansa Slots abgeben musste. Ja, und zwar war die Regelung doch wirklich so, dass man bis zu 24 Umläufe, also das heißt, man musste 4 Flugzeuge an den Flughäfen in Frankfurt und München stationieren können, abgeben musste von der Lufthansa-Seite, aber es meldet sich keiner, der die haben will. Zuerst hieß es ja, dass es Fluggesellschaften sein müssen, die noch keinen Slot haben in Frankfurt oder München. Dann hat man es geöffnet und hat gesagt, nö, jetzt können irgendwie alle, aber es kommt keiner. Und wenn man sich das anguckt, ist es so, dass die Bewerbungen bzw. Gebote von der Europäischen Kommission, zumindest von dem Monitoring Trustee, bislang irgendwie keine gekommen sind. Ja, also es interessiert keiner die Slots in Frankfurt. Kann jetzt natürlich wesentliche Gründe haben, wie zum Beispiel, vielleicht will der Wettbewerb gar nicht nach Frankfurt, weil sie sagt, die Lufthansa ist so dominant, wir wollen gar nicht in den Wettbewerb mit denen eintreten. Aber hat Carsten Spohr nicht letztens gesagt, wir sollen dem Produkt Respekt zollen und deshalb muss es etwas kosten. Und wir lassen uns gerne etwas kosten, wenn man bei Carsten Spohr uns Respekt dem Geld gegenüberbringt und damit dann auch natürlich ein gutes Produkt bringt. Also insofern wäre es schön, wenn eine andere Fluggesellschaft gekommen wäre und vielleicht der Lufthansa damit die Hammelbeine langgezogen hätte. Carsten Spohr sagt auch im Moment, man arbeitet sich auf die 87% hin vom Vorkrisenniveau. Heißt also, man ist langsam wieder da, wo man war. Und 50 weitere Flugzeuge, darunter natürlich die 3 Airbus A380 nach München, werden sie ja von München aus fliegen, sollen zurückkommen. Und man stellt auch 20.000 Mitarbeiter ein. Damit haben wir dieses Thema abgearbeitet. Und ich hatte gestern 2 Gespräche über das Thema, warum will die Lufthansa jetzt mit Emirates sprechen? Weil man hatte doch eigentlich sich so... Ja, man mochte sich doch irgendwie nicht, weil man hat ja immer gezeigt bei der United, oh, guck dir mal die böse United. Also die machen da irgendwelche Deals mit denen. Also wir doch nicht. Lustigerweise kommt jetzt Carsten um die Ecke und sagt, ja, wir wollen so ein bisschen vielleicht reden. Emirates-Chef Tim Clark, oder Sir Tim Clark, muss man ja sagen, sagt, es gibt ja einige Lücken im Lufthansa-Netz, die könnten wir ausfüllen.
Aber genauso hat Emirates ja auch Lücken in Europa. Die kann Lufthansa ausfüllen. Gut, wir müssen natürlich keinen Hehl draus machen, dass jemand, der auf Lufthansa First Class nach Dubai fliegt und dann eventuell mit Emirates eine dieser Lufthansa-Lücken überbrückt, vielleicht First Class mit Emirates etwas überrascht ist über den Komfort. Aber ich will ja nicht zu böse sein. Lufthansa ist natürlich an jeder Partnerschaft interessiert, wenn sie für beide Seiten Vorteile bringt, aber natürlich am meisten der eigenen Seite. Hey, ich Lufthansa, ich will da einen Vorteil haben. Man muss natürlich auch ehrlich sagen, dass der russische Luftraum für Lufthansa im Moment ein Riesenproblem darstellt, weil viele Strecken sind ja gar nicht mehr wirtschaftlich darstellbar oder zumindest nicht so profitabel, wie sie es einmal waren aufgrund der russischen Luftraum-Nichtnutzung der Lufthansa. Oder Sperrung ist es ja eigentlich sogar. Man muss natürlich gucken, ob man diese operationellen Unwägbarkeiten bei der Lufthansa eventuell mit Emirates wirklich ausbügeln kann. Weil ein anderes Problem ist ja auch, das sitzt der Emirates im Nacken, aber auch der Lufthansa. Und das ist dieses Luftverkehrsabkommen CATA, CATA. Warum hat man nicht direkt Q geschrieben? Dann hätte man auch gewusst, dass das irgendwie so eine CATA-Geschichte ist. Weil das ist nichts anderes, als dass die Fluggesellschaft Doha aus Doha kommend, Qatar Airways, Doha Airways ist auch übrigens ein geiler Name für einen Low-Cost-Carrier aus Doha, dass die aufgrund dieses EU-Abkommens überall hinfliegen dürfen, so oft wie sie wollen. Und man hat ja das Angebot ausgeweitet schon auf Düsseldorf. Da war ja jetzt der Erstflug. Man will mit Hamburg jetzt als nächstes das Ganze aufs Korn nehmen. Und das wird für Lufthansa eng, aber auch für Emirates. Denn Emirates darf nur 4 Flughäfen anfliegen. Sie fliegen ja Düsseldorf, Hamburg und Frankfurt und München an. Sie wollen gerne Berlin und Stuttgart anfliegen, aber das dürfen sie nicht, weil das Luftfahrtabkommen der UAE da etwas anders ist. Aber mit Lufthansa wäre es möglich. Man könnte sich sogar vorstellen, das ist jetzt mein Sprech natürlich, dass man vielleicht Berlin mit Lufthansa-Flugzeugen direkt an Dubai anbindet. Ja, ganz genau. Da fliegt ja auch Doha-based Airline Qatar schon von ab. Ich glaube, dass das eine gute Geschichte ist. Man kann jetzt natürlich auch sagen, warum dürfen die das und warum dürfen die Emiratis das nicht? Aus dem Grund heraus, weil es gibt so Gerüchte, was ich so gelesen habe, ich kann das selber nicht verifizieren, dass als die Taliban in Kabul so ein bisschen Stress gemacht haben und sich das alles zurückgeholt haben, weil ja die Amerikaner und die Deutschen und alle da, soll ich sagen, abgehauen sind, ist es so, dass Doha die einzigen waren, die Katari, die da irgendwie eine Verbindung hatten, die gesagt haben, Taliban, hallo, ja, ich rufe an von der Lufthansa, hätte ich fast gesagt, oder von der Bundesregierung, wir wollen da so ein paar Leute rausholen. Und das ist dann vielleicht ein Deal gewesen, den man dort dann eingehen musste. Und ihr wisst ja, wie es ist, eine Hand wäscht die andere. In Köln nennt man ja auch den Kölsche Klüngel. Und was habe ich noch gelernt? Was war ein anderer Begriff dafür? Nicht Freundelwirtschaft. Ihr wisst aber, was ich meine. Aber wie gesagt, das ist so eine Gerüchteküche. Eine andere Gerüchteküche ist irgendwie auch, man will das Gas haben, aber dadurch, dass das Gas ja später war als der Vertrag, also glaube ich das nicht. Deshalb ist das schon mit der Taliban relativ interessant argumentiert. Laufende Abos, die ihr habt beim Flight Pass, nutzt sie. Aber wer ein neues Abo haben möchte, kriegt keins, weil die Austrian und die Swiss haben diese Abos erstmal abgeschafft. Diese wurden ja 2019 im Herbst eingeführt. Das sind so Mehrflugkarten, wenn man das so sagen will. Heißt also, man hat dann irgendwie so einen Stapel 10 Flüge gekauft und diese gibt es dann nicht mehr. Und man musste diesen Flight Pass einmal kaufen und man hat ihn aber jetzt eingefroren, wie die Our Pass-Stelle sagt. Und sie sind halt bis auf Weiteres nicht buchbar. War ja auch so bei der Geschichte Discount Pass, war weg, auf einmal war da, aber ist nicht beworben worden, dass es da war und jetzt ist es wieder weg. Also ich finde das immer schade, dass man bei der Lufthansa da dann, ja, Sachen wegnimmt, ohne darüber Bescheid zu sagen. Vielleicht gibt es ja Leute, die das hätten haben wollen und sich dann dazu entschieden hätten, dass sie das doch noch kaufen. Wenn man sich das anguckt, ist es so. Die amerikanische Fluggesellschaft Frontier Airlines, die bietet ja sogar ein crazy Abo für $2,000 an.
Der nennt sich Goal Wildcard Pass. Also das ist ja auch ein Pass, der wild ist, weil man ein Jahr lang unbegrenzt fliegen kann. Ja, $2000, unbegrenzt fliegen. Gut, man möchte jetzt mit Frontier teilweise nicht fliegen, ehrlicherweise. Muss ich auch sagen, auch wenn ich JetBlue-T-Shirt trage, ich weiß gar nicht, seht ihr das in der Kamera? Ich gucke jetzt gerade einfach mal, ob das das ist. Ihr seht es hier, JetBlue. Und das ist natürlich ein Riesenthema, dass man da dann wirklich wild gehen kann. Warum sage ich das? Weil Frontier ja, da ist doch JetBlue eingestiegen. So, ihr wisst ja die Kurve. Wo man auch einsteigen sollte, das ist bei Accor Life Limitless. Wer da am Limit leben möchte oder ohne Limit leben möchte, kann sich Gutscheine kaufen. Die geben im Moment 20% extra. Wählen Sie den gewünschten Gutschein aus und dann gibt es nämlich Gutscheine von 30 Euro Wert, kostet aber nur 25 Euro und geht dann hoch über 50, 75, 100, 150 bis 250 Euro Gutschein, der nur 250 kostet. Genau, also dann kriegt er 300 Euro dazu. Und das ist doch mal eine gute Sache. Das ist das sogenannte Super Friday Angebot und gebucht werden muss das Ganze bis, wo haben wir es denn? Bis zum 28. November müsst ihr es gekauft haben und gilt für alle Accor-Marken, Sofitel, Pullman, McGallery, Mercure, Novotel, Adagio und Ibis. Was soll ich sagen? Ibis? Ich gehe ins Ibis. Klingt auch besser. Wer bei Lufthansa sparen möchte, kann bei Lufthansa oder bei Swiss Tickets jetzt kaufen und das nennt sich Cyber Special. Und da schreiben sie, Europa wartet auf Sie und unsere Cyber Special auch. Buchen Sie noch bis zum 28. November Ihre Flüge im Klassiktarif zum Preis des Light-Tarifs und profitieren Sie trotzdem von allen Vorteilen des Klassiktarifs. Sie haben noch kein Ziel vor Augen, bla bla bla, ihr wisst so, wie es geht. So bucht man das, einmal ein Europaziel festlegen. Da gibt es zwei Sternchen, die lese ich euch gleich vor. Klassiktarif auswählen, Cyber Special sichern, vor allem die Vorteile der Klassiktarifs zum Leittarif profitieren. Und jetzt kommt die Doppelsternbedeutung. Schreiben Sie gar nicht, was der doppelte Stern bedeutet. Nutzungsbedingungen. Unsere besten Reiseziele. Preise wären zum Beispiel Manchester 136, Luxemburg 131, ab München, Krakau 162, die ersten beiden waren ab Frankfurt, genau wie Marseille auch ab Frankfurt ist 141, Neapel ab 160, 185 ist in Larnaca und Amsterdam 159, Frankfurt 124 und ab München mit Prag sind es nochmal 148. Alles nur, solange der Rubel rollt, beziehungsweise Verfügbarkeiten da sind. Die Konditionen, die angezeigten Preise können abweichen und dienen nur als Orientierungshilfe, nur damit ihr es wisst. Die Anzahl der Sitzplätze ist begrenzt, bla bla bla. Ihr wisst, das ist das, was bei Lufthansa das Spiel ist. Aktion läuft bis zum 28. November. Reise muss zwischen dem 15. Januar und dem 30. Juni 2023 stattfinden. Die Aktion ist nur im Economy Classic Tarif gültig. Aktion beinhaltet auf das erste aufgegebene Gepäckstück eine kostenfreie ausgewählte Sitzplatzreservierung und eine geringe Umbuchungsgebühr im Vergleich zum Leittarif und keine anderen flugbezogenen oder außerflugbezogenen Zusatzprodukte. Schaut es euch an. Bei der Swiss sieht es ähnlich aus. Das waren die heutigen Themen für euch aus Los Angeles, aus Anaheim ganz genau, aus dem Anlass heraus, weil irgendwie die Leitung nicht klappte. Ich hoffe, das klappt morgen wieder. Danke, dass ihr schaut, deshalb am frühen Morgen. Freue mich auf eure Kommentare, auf eure Likes, auf eure Abos, auf eure Glocken. Macht die Glocke an, dass ihr Nachricht kriegt, wenn was Neues kommt. Und last but not least, kommentieren. Ach, ich habe jetzt Kanalmitgliedschaft vergessen. Werd Kanalmitglied. Unterstützt den Kanal und danke dir, dass du geschaut hast. Danke euch, dass ihr geschaut habt und ich wünsche euch eine geile Zeit. Heute ist hier ja wirklich Black Friday. Da werde ich nochmal gucken, ob ich ein kleines Schnäppchen mache, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich noch so viel kaufen soll. Ich habe eigentlich fast alles. Also deshalb. Bis morgen. Danke und ciao.